findet März 20:15 Uhr. Abends um die Häuser ziehst oder pass auf dein Getränk auf, damit dir keiner was reinkippt. Das sind einige der Sorgen, die Eltern haben, wenn ihr Nachwuchs flügge wird und sich in Clubs und Diskotheken austobt. Dabei lauert auf der Partymeile eine ganz andere Gefahr, Feinstaub nämlich. Mehr dazu von Henning Hertel. Richtig in der Disco feiern und dabei rauchen gehört für viele Menschen zusammen. Doch geht's nach Bayerns Gesundheitsminister Schnappauf, ist damit bald Schluss. Er will Besucher und Angestellte besser vor Feinstaub schützen, erhält dabei Unterstützung aus der Forschung. Die Atemluft in Diskotheken ist eigentlich ein Giftgemisch, dem unsere Kinder und Jugendlichen ausgesetzt sind, wenn sie dort tanzen. In einem vergleichbaren Gewerbebetrieb müssten also Schutzmaßnahmen erfolgen, also etwa Atemschutzmasken bereitgestellt werden oder der Betrieb müsste geschlossen werden. Gegen die Luft einer Disco sind die Abgase eines stinkenden Autos fast schon gesund. Die bayerische Studie zeigt, über 1000 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft wurden in einigen Diskotheken gemessen. Doch werden auf den Straßen 50 Mikrogramm mehrmals überschritten, müssen Städte zum Schutz ihrer Bürger Fahrverbote verhängen. Doch egal, wie hoch die Belastung für Angestellte und Besucher von Diskotheken auch sein mag, das Gaststättengewerbe sträubt sich gegen ein Rauchverbot. Man sollte schon differenzieren, wo gehen die Menschen in der Freizeit freiwillig hin. Und dort sollte es auch Möglichkeiten geben, für Raucher, auch mit befreundeten Nichtrauchern, vielleicht einen schönen Abend zu verbringen. Deutschlands Discogänger sind da geteilter Meinung. Also ich würde es generell überall verbieten, außer auf der Straße, da soll es mir egal sein. Gerade als Raucher würde ich gerne noch in der Diskothek rauchen, gerade wenn wir Alkohol trinken, gemütlich und dann noch eine Zigarette rauchen. Die Luft ist meistens sehr schlecht, die Haare stinken und die Sachen riechen dann auch immer nach Rauch. Was soll man denn machen, wenn man herumsteht in der Disco? Kaugummi kauen? Alkohol trinken? Muss man noch eine Kippe in der Hand haben? Am kommenden Freitag treffen sich die Länderchefs, um über den Nichtraucherschutz zu beraten. Doch dass es zu einer einheitlichen Regelung für Restaurants, Kneipen und auch Diskotheken kommt, ist eher unwahrscheinlich. Die fünfte